Hadouken! 1090! Bitte was? Okay, hey, Bossfight, komm mal her hier. Ich will kämpfen. Ich nehme an, das sind die Ruinen, von denen du. Dass die Ruinen, von denen du gesprochen hast, wirklich hier unten sind, hä? Schau, da ist etwas aufgeschrieben. Ja, natürlich, ich kann es nicht lesen. Aber was ich sehen kann, ist, dass das Symbol Jupiters dasteht. Ich versuche mein Gehirn anzustrengen. Aber es bringt absolut gar nichts. Also bist du all den ganzen Weg hierher gekommen auf der Suche nach dem Stein. Sehr lobenswert. Unglücklicherweise wirst du ihn nicht finden. Wer bist du? Wenn wir uns wiedersehen, werde ich es dir sagen. In einiger Weile wird dieser Ort Höhlen, was, irgendwas. Du sollst hier rauskommen, solange du noch kannst. Ach, Einsturz, haha. War das wirklich ernst mit dem Einsturz? Los, wir sollten besser verschwinden. Mary, George, Jorge. Danke, Jupiter. Es war nicht leicht, dass es mich sa dir sagen. Übrigens, ich habe eine Frage. Gibt es einen Weg, euch beide zusammenzubringen, ohne sich Sorgen um die Fehde zu machen? Ja, gibt es. Ich habe etwas über Nefrite herausgefunden. Über dieses Nefrite, das du herausgefunden, während ich durch die Bücher sah. Sich herausgestellt, dass da Aufzeichnungen von vor 40 Jahren waren. Es wurde benutzt, um das Matrimoni zu betreten. Aber wo ist es jetzt? Ich vermute, es ist im Beschützergott, am Ort des Beschützergottes. Es wäre nett, wenn wir da reinkommen könnten. Mit dem Beschützergott, meinst du damit den großen Baum? Ja, das ist es. Klingt gut. Nun ist es deine Zeit zu glänzen. Hör, glaubst du, ich sollte? Ja. Schnapp dir den Stein. Auf diese Weise kann sich alles aufklären. Und ein glückliches Pärchen kann endlich zusammen sein. Es klingt annehmbar. Irgendwie so. Von nun, jetzt sollte ich aber wieder nach Mischi gehen. Horchikins. Ich lege mein Schicksal in deine Hand. Hoi. Hallo? Hä? Was? Warum? Deswegen. Ja, nice. Gehen wir dann in die Inn. Mal saven hier. Nein, da kann ich nicht speichern. Jesus. So. Gespeichert. Uhr öffnen.
Hey, jetzt kann ich aber durchrushen, ja? Ich bin Russian Man. Nein, nicht wirklich. So. Meine Fresse, ich habe jetzt fast doppelt so viel gespeichert wie in den letzten Aufnahmen zusammen. Aber wir sind auch gut vorangekommen, muss ich sagen. Wir sind echt gut vorangekommen. Es ist seltsam, dass keine Gegner hier sind, möchte ich anmerken. Wirklich, wirklich seltsam. Oh, Speicherstand. Yes. Da lang. Habe ich irgendwas verpasst? Jetzt kommen Gegner. Oh, Dumbledore, hallo. Ich greife als erstes an. Ich one-hitte dich. Ach ja. Okay. Oh, Herr Video, bitte level up. Das heißt, beim nächsten Mal noch mehr Damage. Schön. Na gut, jetzt kommen doch noch Gegner. Nett. Oh, lol. Boom. Speicherkatze. Ob ich die das Doppelte erreiche. Eieieiei. Okay. Oh, da. Ja, ich hab. Ja. Man sollte auch alles triggern, ne? Das ist aber auch schlecht gemacht. Das ist schlecht. Das muss ich sagen. Das ist schlecht gemacht. Meine Dose ist leer. Hallöchen. Doch mal, du bist. Wie ich sehe, lebst du immer noch. Ja, und jetzt sag mir besser, wer du bist. Ich bin Oppositio Marduk. Marduk. Marduk ist... Babylonischer? Babylonischer Gott? Wie heißt das mal, dieses eine Land? Assyrer?
Ja, Assyrien. Ich glaube, irgendwie sowas war das, glaube ich. Die Künde. Wozu habe ich eine Wikipedia? Marduk. Babylonien. Okay, babylonischer Gott. Ein Krieger, der die Raumzeit durchquerte, beschützt durch den Planeten Jupiter. Warte mal. Du hast die Raumzeit durchquert? Es ist ein friedlicher Tag nach dem anderen. Jep, wir leben in einem echten Paradies. Der legendäre Silberkristall macht seinem Namen alle Ehre. Oh ja, es ist wirklich cool. Nach allem. Wenn es seine Kraft nicht gäbe, würde die Welt in Chaos stürzen. Schreckliche Kriege würden wieder beginnen. Wir verdanken dem Silberkristall alles. Hört auf, über Frieden zu reden. Wisst ihr denn gar nichts? So viele dieser Kriege begannen gerade wegen des Silberkristalls. Das dunkle Königreich, der schwarze Mond, die Deathbusters. Ihr bleibt im Dunkeln verborgen. Und blendet die Realität so wie sie wirklich ist aus. Jetzt verstehe ich, Marduk. Apsu. Die Menschheit ist voller Narren. Sie verstehen nicht mal, dass der aktuelle Frieden nichts als Scham ist. Ja, alles. Die Vergangenheit soll sich eventuell wiederholen. Solange der Silberkristall existiert, wird seine blutige Geschichte die Welt heimsuchen. Alles klar, Absu. Ich bin dabei. Wir bekommen den Kristall und löschen die Kriege aus, die es ausgelöst hat. Marduk, ich wusste, du würdest akzeptieren. Sailor Jupiter, ich bewundere dich dafür, dass du so weit gekommen bist. Aber das ist weit genug. Ich werde der Erste sein, der den Stein bekommt. Löse ich nicht. Warte mal, ich kann sprinten. Ha, du kannst so schnell laufen. Ich kann sprinten. Speichern. Ja, ich wollte gerade sagen, so viel Zeit muss sein, aber ich drücke schon wieder auf Items. Hallo? 63? Noch 5 Mal, ne? Dann habe ich echt doppelt so viele. Wobei, so gesehen ist es schon doppelt so viele wie zuvor, weil ich ja 3 Mal offscreen gespeichert habe. Dementsprechend passt das so, ja. Doppelt so viel. Aber wir sind tatsächlich eigentlich schon, glaube ich, gut vorangekommen. Ah! Ja, schön, dass hier gerade keine Gegner kommen. So kann ich mir einiges ersparen. Halt da hoch. Ja, komm, speichern wir nochmal. Hey, was soll der Geiz?